Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich und zwar möchte ich gerne mit dir zusammen einen Look mit der Luvia Secret of Amira Palette schminken. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Meine Base habe ich schon soweit vorbereitet, das mache ich ja bei solchen Lidschattenpaletten-Vorstellungsvideos, sage ich mal, immer schon irgendwie im Vorfeld, damit das Ganze nicht allzu lange wird. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr wirklich mal mit jedem Look in, mit jeder Lidschattenpalette aus meinem Stash einen Look zu schminken. Es gibt dazu auch eine Playlist, also beziehungsweise das ist die Style & Talk Playlist, die ich habe, die ich dich hier oben mal verlinken kann. Da schminke ich halt allgemein Looks. Da kannst du dich mal durchklicken, denn ich habe insgesamt mittlerweile fast 80 Lidschattenpaletten. Ich möchte aber schon ganz gerne jede Lidschattenpalette einmal hier auf YouTube zeigen, denn irgendwie finde ich es ganz cool und einfach mal so einen schnellen Look damit schminken und gucken, wie sie so performt. Die Secret of Amira Palette ist wirklich irgendwie bei jedem in der Schminksammlung anzufinden. Wenn du sie noch nicht hast, kannst du gerne mal in die Infobox schauen. Da habe ich dir nicht nur die ganzen Produkte verlinkt, die ich so schon auf dem Gesicht trage, sondern halt auch die Palette. Die ist gar nicht mal so teuer. Bekommt man auch super bei Amazon, die kommt 1A verpackt an, also richtig gut verpackt. Die achten sehr darauf, dass die nicht irgendwie kaputt geht oder so. Du hast hier einen riesengroßen Spiegel mit dabei, du hast hier wunderschöne Farben, das sind echt also 12 coole Farben, matte Farben, schimmernde Farben, folierte finde ich auch, sehr sehr schöne Farben. 2 Pop of Colors, das ist das Blau und das Türkis, was auch echt cool ist. Genau, ansonsten halt eine relativ neutrale, aber auch sehr sehr warme Palette. Mein Lidschattenprimer habe ich schon aufgetragen und jetzt werde ich mein Lid einmal setten. Das mache ich hier mit dem Cherbet. Du hast natürlich in dieser Palette Kickback, ne? Gerade wenn du mit so festen Pinseln da reingehst. Das ist aber nicht schlimm, finde ich. Ich möchte bei sowas auch gerne immer mal wieder betonen, ich bin kein Make-up-Artist oder sowas, ne? Also ich bin gelernte Industriekauffrau. Ich arbeite einfach mit den Produkten, die ich hier so habe, intuitiv und benutze sie einfach, wie ich meine, dass es richtig wäre. Sei es bei Pinseln, sei es bei Lidschattenpaletten, bei Base-Produkten oder so. Und ihr könnt dann einfach im Video immer sehen, wie das so performt oder wie das funktioniert bei Leuten, ja, die halt ganz normal in den Laden gehen, sich ein Produkt kaufen und sich das ins Gesicht packen, ne? Ich plane da jetzt auch nicht viel vorher, ich mache einfach. Eigentlich hatte ich heute auch einen ganz anderen Look geplant, aber also auch eine ganz andere Palette und ein ganz anderes Videoformat. Aber ich möchte mich trotzdem hübsch machen, weil ich nachher mit Sammy zusammen ein Video drehe und zwar ein Unboxing von der Zoo Plus Schatzkiste. Genau. Ja, man sieht es in der Palette wahrscheinlich auch, dass ich hier Sahara sehr, sehr häufig verwende. Den setze ich mir nämlich immer so in die Lidfalte. Das mache ich so als eine Art Base für das, was danach kommt. Weil ich das halt so als schönen Übergang nehme. Und da ich halt ein Schlupflid habe, ziehe ich mir das dann grundsätzlich immer ein bisschen höher. Damit ich einfach mehr Verblendungsmöglichkeiten habe, sage ich mal. Für mich ist heute der 1. Mai. Und es ist ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl, den Tag zu Hause zu verbringen. Ansonsten ist man ja draußen unterwegs. Aber der Wettergott Petrus ist ja freundlich mit uns und beschert uns Regen. So dass wir zum einen natürlich wieder die Natur mit Regen begießt bekommen und zum anderen gar nicht die Hummeln im Hintern bekommen, nach draußen zu gehen und irgendeinen Blödsinn zu machen. Jetzt nehme ich mir so einen etwas fester gebundenen Blendepinsel und gehe hier in die Farbe Alcazar Brown. Das ist dieser matte Ton. Gehe ich vorsichtig rein und setze mir den zunächst hier außen hin und tupfe den dann vorsichtig in meine, ja, ich baue mir eine Lidfalte, ne? Bei mir ist es ja, ich habe hier den Knochen und darunter setze ich mir immer so ein bisschen meine künstliche Lidfalte an oder eben so ein bisschen darüber, damit das Auge halt optisch ein bisschen mehr geöffnet wird. Den blende ich mir dann natürlich auch noch außen hin dann so ein bisschen mit ein. Also ich gehe nicht nur so strichweise in die Lidfalte, sondern ich blende es dann auch mit in den Sahara-Ton mit rein, dass das so fließende Übergänge sind und jo, das Ganze halt irgendwie ein bisschen weicher macht. Das macht schon einen Unterschied, ne? Wenn man da so ein bisschen die Vertiefung noch mit reinbringt, die Dimension, macht schon was. Jetzt gehe ich wieder mit dem fluffigen Blendepinsel von eben in Sahara ein bisschen rein, klopf das ab und verblende hier so ein bisschen nochmal die Kanten. Heute habe ich irgendwie Lust, mir eine Cut Crease zu ziehen, deswegen mache ich das mal eben. Dafür verwende ich einfach einen Concealer. Da habe ich hier einen von Essence. Dann nehme ich mir so einen Pinsel
und trage mir den dann mit dem Pinsel auf, denn ich hatte mir den natürlich auf den Handrücken gegeben. Ansonsten würde ich mir den Concealer wahrscheinlich zusauen. Und auch bei der Cut Crease achte ich darauf, dass ich die hoch genug ziehe, weil ansonsten, ja, ich will ja irgendwas sehen, wenn ich in den Spiegel gucke, ne? Ansonsten versteckt mein Schlupflid einfach zu sehr alles. Dann nehme ich mir jetzt zuerst Desert Gold auf. Das ist dieser Ton hier, ein schöner Schimmerton. Gehe da auch ordentlich mit dem Pinsel rein, dass ich gut was auf dem Pinsel kriege. Und der kommt dann ins innere Drittel. Den tupfe ich da so drauf. Und den ziehe ich mir so weit, wie das Weiße an meinem Auge ist, bis halt zu der Pupille, wenn ich gerade in den Spiegel schaue. Indian Ocean, diesen ultra schönen Türkiston, setze ich mir wundervollerweise aufs Zentrum. Oh. Ich mag sowas, ich mag einfach Farbe. Und da der Indian Ocean auch so Goldschimmerpartikel mit drin hat, verbindet sich das unfassbar schön mit dem Desert Gold, was schon auf dem Auge drauf ist. Ich muss sagen, dass ich nicht sanft in die Palette gehe. Also da rühre ich fast schon so drin rum, um dann auch die entsprechend gewünschte Pigmentierung auf dem Pinsel zu kriegen. Aber ich kann mich einfach bei dem Preis nicht beschweren. Du kriegst halt wundervolle Töne, die ein wundervolles Ergebnis machen. Und wenn ich dann mit dem Pinsel einfach mal ein bisschen intensiver ins Fännchen reingehen muss, ja, dann ist das so. Damit komme ich vollkommen klar. Nach ganz außen auf die Cut Crease gebe ich mir hier diesen Ton Türkisch Mokka. Den Pinsel mache ich hier auf so einem Handtuch immer mal wieder sauber, was sich neben mir befindet. Den gebe ich mir auch wirklich nur so einen ganz, ganz schmalen Streifen, sage ich mal, da auf, ne? Weil ich habe hier ja schon den dunklen Ton und dann fließt das so ineinander über. Das gefällt mir ganz gut. Jetzt nehme ich mir so einen ganz, ganz präzisen, ja, das ist eigentlich ein ultra festgebundener Blenderpinsel oder ein etwas fluffiger Point Brush, würde ich mal jetzt dazu sagen. Und da gehe ich jetzt nochmal in dieses Alcazar Brown rein, was ich eben schon verwendet habe, um das ganz, ganz vorsichtig hier oben drüber nochmal aufzugeben. Also ich habe nur zweimal vorsichtig reingedippt und gehe dann oben hier über der Cut Crease nochmal entlang, um das Ganze etwas intensiver abzusetzen. Und damit verstärkt man dann nochmal die Leuchtkraft von dem, was sich dann in der Cut Crease befindet. Natürlich sollte das dann nicht aussehen wie ein Streifen und ich hoffe, das kommt in der Kamera auch genau richtig rüber. Es ist trotzdem noch verblendet mit dem, was halt drunter war und auch mit dem Sahara von ihm, dass es trotzdem noch harmonisch nach oben hin außen sieht, aber nach unten hin sollte es schon klar abgetrennt worden sein. Da wir jetzt auf dem Lid auch schon so bunt unterwegs sind, möchte ich jetzt nicht an meinen unteren Wimpernkranz das Blau geben, weil ich glaube, das wäre ein bisschen zu heftig. Deswegen nehme ich mir da wieder das Alcazar Brown, was wir eben hatten, und nehme auch den Pinsel, den ich jetzt gerade verwendet habe, um mir das ganz vorsichtig an dem unteren Wimpernkranz aufzugeben und da eine Verbindung dann auch nach oben zu schaffen und dann nochmal dem Auge ein bisschen mehr Dimension zu geben. Ja, das ist der Plan. Jetzt nehme ich mir so einen richtigen Point Brush, der ist halt vorne ordentlich zusammengehend, so richtig schön kegelförmig. Gehe dann nochmal in die Farbe Desert Dune, das ist ja die Farbe, die wir eben auch schon verwendet haben, hier im äußeren Drittel. Und setze mir den zunächst in den Innenwinkel. Und die Reste davon, wenn ich das hier aufgetragen habe, gebe ich mir unter die Augenbraue. Das ist jetzt ganz schön dunkel, ne? Das ist ganz schön Gold. Ich persönlich bin ja eigentlich eher ein Fan von etwas helleren Geschichten. Ah, mal gucken, vielleicht gebe ich mir dann gleich nochmal meinen Highlighter drüber, weil das ist doch etwas zu intensiv für meine Hautfarbe, Leute. Safe ist das zu dunkel. Ja. Ich habe hier den Highlighter heute aufgetragen, Becca Moonstone. Den mache ich jetzt einfach mal da so ein bisschen drüber, weil das ist einfach zu... Der schöne, sanfte Look ist... Ja, sanft ist gut jetzt mit dem Türkis und so, ne? Ist jetzt gerade ein bisschen kaputt gemacht worden, aber naja. Setze ich mir den mal drüber. Besser. Viel, viel, viel besser. Ja, mein Augenbrauen-Highlight ist jetzt heute mal einfach sehr intensiv. Das finde ich doch etwas harmonischer jetzt, auch wenn es wie gesagt sehr, sehr intensiv ist. Ich werde mir jetzt einen Eyeliner ziehen, die Wimpern tuschen, ein bisschen was auf die Lippen geben und bin dann gleich wieder da. Und hier haben wir ihn nun, den fertigen Look. Jo, ne? Vavavoom Lashes am Start, Eyeliner am Start, Nude Lippe mit Lipgloss am Start, alles dazu unten in der Infobox natürlich verlinkt. Ja, mir gefällt's. Und hier haben wir ihn nun, den fertigen Look. Jo, ne? Vavavoom Lashes am Start, Eyeliner am Start, Nude Lippe mit Lipgloss am Start, alles dazu unten in der Infobox natürlich verlinkt. Ja, mir gefällt's.
Ich kann euch nur wirklich diese Palette ans Herz legen oder für euch selbst zum Verschenken, wie auch immer. Ich meine, man muss ja nicht so ein Pop of Color da setzen. Man kann das ja auch einfach weglassen, wenn man es ein bisschen schlichter haben möchte. Deswegen ist meine Palette auch schon, gerade was die Schimmertöne angeht, relativ abgerockt, weil ich vor allem die Schimmertöne unheimlich gerne verwende. Wenn ich jetzt einfach mir einen matten Ton in die Lidfalte gebe und dann einen Schimmerton, zum Beispiel den Desert Gold darüber, aufs Zentrum oder halt aufs bewegliche Lid, habe ich schon direkt einen wundervollen Alltagslook. Also dementsprechend ist das echt eine Palette, die man sich anschauen kann, die wirklich eine gute Preis-Leistungs-Verhältnis-Geschichte hat und ja, die ich einfach empfehlen möchte. Wirklich. Und ich bin super froh, dass ich die in meiner Sammlung habe. Die ist handlich, also die kannst du gut so anpacken. Ich mag das mit dem Spiegel. Du kannst es auch abklappen, umklappen, wenn du möchtest. Aber mache ich relativ selten. Und ja, ich mag die. Das ist einfach nur so als Fazit von mir. Und ja, wie gesagt, fertiger Look. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen und fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Styling-Talk-Videos, wo du auch die ganzen anderen Make-up-Looks finden kannst natürlich. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!